Boa Constrictor. Er ist eine Boa. Halt die fest, Papa. 100% Boa Constrictor. Ja, haben wir eine gefunden. Wollen wir die auf den Weg bringen, Papa? Nein, die ist nicht giftig, die ist eine Würgeschlange. Oh, halt die. Die kann aber zupacken. Ne? Die hat ordentliche Zähne. Ja. Okay, lass die vorbei. Lass sie zum Weg kriechen. Siehst du den Kopf, wie der so eine, wie die so Beulen hat? Ja, ja. Ist sie jetzt giftig? Nein, das ist eine Würgeschlange. Cool. Boah, die beißt. Das ist selber gebissen. Schwimmen. Die Würgeschlangen sind doch gut. Die fressen Ratten. Ja, eben. Die sind doch sehr nützlich für uns. Eine Boa Constrictor. Loch gerettet. Die müssen wir mal sauber machen, die ist so schlammig. Die sieht schön aus. Ja, ist eine hübsche. Mit dem Muster. Die greift den Ast an. Hast du die Zähne? Ist sauer. Oh Mann, der hat keine großen Zähne mehr. Die ist sauer. Hallo? Ihr merkt, wie träge die ist, ne? Ja. Muss wieder was futtern. Ja, die häutet sich. Ja. Weißt du was? Die ist blind, deswegen ist sie so aggressiv. Genau, die ist blind. Die ist die blind. Kann nicht. Habt ihr erst schon gesehen, ne? Ja. Ich halte irgendwie einen Stock hin, die reagiert nicht. Ja, die ist blind. Die häutet sich und dann ist sie blind. Und dann siehst du, dass sie sich häutet? Ja, hier unten. Ja, genau. Da. Da häutet sie sich. Komm, wir lassen sie häuten und Und wahrscheinlich ist sie deswegen auch nicht so schön. Ja. Wenn sie sich neu gehäutet hat, dann ist sie hübscher. Am Kopf kann man das auch sehen. Oh, jetzt bleib mal ganz ruhig. Guck mal, die häutet sich. Die Haut geht ab. Schlangen wollen, wenn du sie anfasst, mit dem Kopf oder mit dem vorderen Teil gerne irgendwo drauf liegen, dann sind die ganz relaxed. Wenn die einfach so in der Luft hängen, dann geht es ihnen nicht gut. Dann drehen die sich hoch. Dann mach die hinten ein bisschen. Ganz glatt. Aber nicht glitschig, gemerkt? Ja, nicht glitschig. Mal, ja nicht mal gucken, ob die beiden. Das ist eine kleine. Ja. Die Einheimischen glauben, dass die Boa Constrictor die Mutter aller Schlangen ist. Wenn sie Junge bekommt sie Yellow Jaw Schlangen, Black Tail und Vigo Schlangen. Okay. Und die ganze alle halt. Die häutet sich. Da, der Schwanz ist schon gehäutet, sieht man, und die nach und nach geht das weg. Der Schwanz ist schon sauber. Simon. Und dann wird sie diese schöne Färbung haben. Ich will die als Haustier. Ja. Ich konnte die echt schlecht erkennen. Thank you.
macht das niemals bei einer Schlange, nämlich bei einer Schlange, wenn unsicher Papa nicht dabei ist oder ich oder jemand anders. Also die wir nicht kennen. Nee, überhaupt auch nicht bei einer, wenn ihr jetzt wieder eine Boa trefft. Es kann nämlich sein, dass ihr die verwechselt. Dass es doch keine Boa ist. Die Leute verwechseln hier die giftigste Yellow Jaw ganz oft mit der Boa. Das kann man schon allein am Körper. Eine Boa hat immer einen kleinen Kopf und einen fetten Bauch. Und eine Yellow Jaw nicht. Die hat einen größeren Kopf.